Bin ich hier richtig? Ich wollte zum Ältestenrat, nicht zu Betreutes wohnen. Drink. Kann ich ihn anquatschen hier? Oh, was ist denn da? Das sieht aber schön aus hier. Ach, guck mal, das ist wieder ein Bällebad. Git, die sind ja ganz wachsig. Die Sonne scheint sie etwas angeschmolzen zu haben. Hä? Ich habe Bälle aufgenommen, wofür? So eines hatte ich mal in eine meiner Wirklich, die Schlangen geschlüpft sind. Ich quatsche mal an. Hey, du, aufwachen. Ich bin wach. Ich muss unbedingt beim Ältestenrat vorsprechen. Gerne. In einer Woche haben wir wieder unsere administrative Zwischensitzung mit Mondzipfeln. Vergiss nicht, eine Kuchengabel mitzubringen. So viel Zeit habe ich nicht. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Ich brauche die Audienz heute. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand 10.000 Spaßpunkte erreicht hat. Aber... 10.000 Spaßpunkte. Na toll, das ist doch lächerlich. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophenfall. Oder natürlich, wenn jemand... Hatten wir schon. Wir sind in einer Zeitschleife gefangen. Zeitschleife? Ja. Auf Elysium ist wirklich ein Tag wie der andere. Einfach herrlich. Jo. Ich spreche hier aber von einer temporalen Anomalie. Das Gefüge von Raum und Zeit ist am Zerbröseln. Brösel? Damit kenne ich mich leider nicht aus. Meine Verantwortungsbereiche sind Protokoll führen und Gebäck bereitstellen. Vielleicht solltest du nächste Woche mal eine Audienz beim Ältestenrat machen. Eine temporale Anomalie. Du musst das Hochboot aufhalten. Du musst das Hochboot aufhalten. Das kann ich nicht entscheiden. Aber ich könnte dir als Trost einen extra Streuselplunder zum Frühstück bringen lassen. Was? Ach, nee. Wobei, geht das auch heute? Nein. Ach, doppel auch nee. Streuselplunder. Lecker, glaube ich. Streuselkuchen ist auf jeden Fall lecker. Was ist Streuselplunder? Das ist, Streusel mit Pudding? Oder? Ich weiß es nicht. Hier. Ich kann beweisen, dass Deponia bewohnt ist. Wirklich? Das wäre zwar schade um meinen I Love Utopia-Schal, aber deshalb nicht weniger sensationell. Offenbar nicht sensationell genug, um deinen Breiarsch aus der Hängematte zu bekommen. Genau. Wenn deine Geschichte stimmt, wird das Inspektionsteam das in wenigen Wochen bestätigen. Und so lange kann ich noch an einem Sorry Deponianer, dass wir euch beinahe ausgerottet hätten, Schal arbeiten. Ja. Mach mal. So, hier. Ich bekomme keine 10.000 Spaßpunkte zusammen. Geduld. Wir haben den Wert extra so hoch angelegt, dass es unmöglich ist, ihn an einem Tag zu erreichen. Na, aber toll. Es gibt nur diesen einen Tag. Und dann fängt alles wieder von vorne an. Du meinst, dein Punktekonto wird gelöscht? Ja, genau, ja. Dann sollten wir den Computerkern überprüfen. Ich schicke jemanden. Na, endlich. Gleich morgen. Oh. Okay, also das Punktekonto darf nicht gelöscht werden. Und dafür müssen wir in den Computer kehren. Das heißt, der Computer wird resettet. Natürlich. Alles wird ja resettet. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Das heißt, vielleicht können wir dafür sorgen, dass der Computer nicht resettet wird oder irgendwie sowas. Leselampe. Bällebad. Leselampe? Ach, Leselampe, nicht Laserlampe. Was für eine Enttäuschung. Können wir die da rausnehmen? Ein Drink. Ich weiß noch nicht, was ich mit den ganzen Sachen soll. Was soll ich denn mit dem Plastik bilden? Bilde ich mir das ein oder sind die Bälle gerade noch ein Stück wachsiger geworden? Hä? Nicht alles. Im Grunde vielleicht noch muss... Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal rumtesten hier. Also. Man braucht keine Leselampe. Okay, ich habe einen Drink hier. Willst du einen Drink? Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel. Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen. Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt.
Okay, kann ich hier sagen, ey, ich bin hier. Und was ist das jetzt? Eine Bestechung? Okay. Auf ihn, außer einem... Okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit der Echsen... Was kommt? Naja, mal gucken. So, hier kann ich jetzt Bällebad. Wir gehen mal zurück, Fahrstuhl. Wir haben ja jetzt, das war der Ältestenrat. Wir haben die Fun-Zone. Hier, da müssen wir noch hin. Oh. Das ist ja knuffig. Und die sind auch knuffig. Streicheltiere. Wolpertinger-Generator. Kann ich sie streicheln? Was? Oh Gott. Ein Streichelzoo. Bedürfnisse haben die Leute. Das ist ja... Kann ich ihn auch streicheln? Ich streiche sie alle mal. Ein Streichel. Ja. Okay. Ja, ich möchte hier den... Wieso kann ich den denn nicht streicheln? Hä? Wieso kann ich das Tier nicht streicheln? Denn es streichelt so. Guck mal, die Küken. Wieso haben wir hier Rotlicht? Aua, heiß. Die frieren. Die frieren? Warum? Was mache ich? Wieso nehme ich das? Wofür? Ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn mit dem Rotlicht? Jetzt wäre der perfekte Augenblick für eine leuchtende Glühbirne über meinem Kopf. Warum nehme ich das? Ich packe das wieder hier rein. Geht das? Nee. Hier mit dem Rotlicht den jetzt wäre der perfekte Knopfrot färben. Das wäre doch mal eine logische Kombination, jetzt oder? Irgendwie. Ich muss zum Computer kehren. Das haben wir ja gerade gehört. Und dafür brauchen wir eine rote Taste. Wir haben eine Wärmelampe. Ein Rotlicht. Womit ich. Nee, das geht wohl nicht. Wir haben einen Drink. Jetzt wäre ich habe keine Ahnung. Wir haben den Ältesten. Wir können nach da hinten. Wir haben diesen Generator. Was haben wir hier noch? Da können wir auch hin. Und wir haben ein paar Möglichkeiten. Wir quatschen den erstmal an hier. Bist du einer von den Ältesten? Ja. Aber gib dir keine Mühe. Der Ältestenrat tagt erst wieder in einer Woche. Ja. Es sei denn... Jemand gewinnt die 10.000 Spaßpunkte aus dem Funzone-Wettbewerb. Aber die lustig. Aktion ist gerade erst gestartet und an einem Tag nicht zu schaffen. Also, warum lehnst du dich nicht einfach zurück und streichelst stattdessen ein paar possierliche Streifenzobel? Warum? Na, weil... Verdammt, er hat einfach die besseren Argumente. Was für eine Weichbirne. Kann ich hier nicht... Denn hier Ach komm schon. Ich muss mit dem Ältestenrat reden. Dann musst du bis nächste Woche warten. Oder 10.000 Spaßpunkte. Ja. Und bei meinen putzigen Freunden den Streichelzoo streifen zobeln. Ich kann ja keine 10.000 da... Was mache ich denn jetzt hier? Was? Nochmal. Bälle? Wie soll das funktionieren? Habe ich hier irgendwelche Möglichkeiten? Ach, Datasette. Ich habe keine Datasette. Okay, da können wir scheinbar noch nichts machen. Gibt es hier irgendwo Datasetten? Da unten ist eine Klappe. Wir gucken mal da rein.
Alles hier erinnert mich an Gold. Dabei noch eine Datei. Ich habe streng genommen noch gar nicht kennengelernt. Ich sehe hier aber keine Datasetten. Gehen wir weiter. Auch schön. Also noch ein Ältester. Okay. Da haben wir auch noch. Wo sind wir denn? Ach, da sind wir. Da hinten quatschen wieder ein paar. Oh Gott, wir können über. Gehen wir zu dem Typen hier. Hallöchen. Bist du einer von den Ältesten? Vor allem bin ich gerade beschäftigt. Also, verzieh dich. Bald ist die Ruhe. Hey, hier können wir auch nichts machen. Mann. Guck mal dahin. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitgereise ist auch so schon schweißtreibend genug. Die Sauna ist geschlossen. Ach, dieses ganze Sauna kommen wir jetzt nicht rein. Wo geht's hier hin? Wo bin ich denn jetzt? Oh, ältester Trois. Zum Streichelzoo. Ach so, wenn man. Ah, Cocktailbar. Okay. Das ist der Rundweg, dann was können wir denn hier machen? Klappe. Wieder eine Datasette? Alles hier erinnert mich. Dabei habe ich. Hier können wir nicht draufklicken, okay. Hier können wir auch nichts anklicken. Wir quatschen den mal an. Bist du einer von den Ältesten? Ich bin nicht im Dienst, wenn du das meinst. Aber es ist ein Notfall. Unsinn. Auf Elysium gibt es keine Notfälle. Wir haben eine Maschine, die alle Probleme verhindert. Sie heißt Computer. So. Aber... Nichts aber. Der Ältestenrat trifft sich in einer Woche wieder. Es sei denn, jemand gewinnt vorher 10.000 Spaßpunkte. Ja. Das wissen wir ja bereits. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Vermutlich muss man ein gewisses Alter haben. Kann ich dem einen Drink anbieten? Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ich habe noch. Das gibt's doch nicht. Was kann ich denn hier machen? Klappe, Datasettenschlitz. Wurst, Zinks, Wurst. Was? Und hier in die Bar kann ich auch nicht. Wurst Things Wurst. Der Automat für Ihr persönliches Worst-Case-Szenario. Achtung, Knochen und Zähne werden nicht automatisch entfernt. Wurst Things, der Automat. Achtung, Knochen. Hey, was soll ich denn jetzt machen? Echsenhaut? Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Kann ich hier irgendwas reinpacken? Das wollte ich eigentlich. Ja. Und wo kriege ich jetzt die Datasette her? Kann ich jeden Drink anbieten? Hast du Durst? Nein. Mein Körper durchläuft gerade einen Entschlackungsprozess. Bist du sicher, dass er in die richtige Richtung läuft? Was mache ich denn mit dem Bellen und streichelt so. So. Ich geh nochmal zum Fahrstuhl. Ich geh nochmal hier. So, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ich habe hier diese Lampe und pack die mal. Kann ich hier austauschen? Aua, heiß! Was tust du?
Was schon? Ich beschleunige deinen Bräunungsprozess. Oh, wie zuvorkommend. Danke. Ja. Obwohl, hörst du auch dieses besorgniserregende Brutzeln? Das ja. sind nur deine Pigmente, die eine Party schmeißen. Und der Geruch? Das ist eine Grillparty. Ah, wie schön. An deiner Stelle würde ich mich jetzt mal schleunigst wegbewegen. Stroh? Alureflektor? Ein Stroh- und Alureflektor, das ist sehr praktisch. Daraus können wir schon einen Aluhut bauen. Schreit gerade nach. Voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Kann man bestimmt immer gebrauchen, einen Aluhut, wenn sich mal irgendwer an irgendwas erinnern soll. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Weiß ich nicht. Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Okay. Ich muss den Ältestenrat wirklich dringend heute noch sprechen. Eine außerordentliche Sitzung? Du machst mir Spaß. So etwas ginge nur im Katastrophen oder natürlich... Okay. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Was muss ich denn jetzt machen? Der ist jetzt hier rot geworden. Kann ich die... So? Ich kenne nur eine Methode, um Zähne zu bräunen. Dafür benötige ich Wenzels Zahnbürste. Nicht alles wird im Grunde und vielleicht noch Muskel. Da ist noch leider kenne ich. Ja, was mache ich denn jetzt hier mit der Wärmelampe? Jetzt ist ja rot. Jetzt hat er die Sachen fallen lassen. Wir haben Aluhut. So. I don't know. Ich denke mal, dass der jetzt rot geworden ist. Ist doch ein Indiz, dass ich hier irgendwie die Taste rot kriegen muss. Aber die wird nicht rot. Dafür benötige ich Wenzels. Hey, Wenzels Zahnbürste. Hier ist kein Wenzel, Mann. Kann ich was mit den Bällen machen? Warte mal. Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Oh, Plastikschmelz. Ist der rot? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Hä? Da ist noch... Leider kenne ich die Noten... Scheiß, was mache ich denn jetzt mit der Plastik? Da ist noch... Leider kenne ich die Noten nicht. Nicht alles wird im Grunde und vielleicht noch Muskelgewebe. Das wär's doch. Wieso kann ich die Taste nicht mit roter Plastik überziehen? Da ist noch... Leider kenne... Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Auf Elü... Außer einem... Was mache ich mit der roten Plastik? Das braucht keinen Hut. Das ist nur... Ich muss meine Sachen... Da sind nur... Und die können... Nanu, nicht alles ist... Ich muss mich... Oh Gott, was mache ich mit der roten Plastik? Können wir hier noch irgendwas machen? Rote Plastik? Ein Drink? Eine Taste? Eine Echsenhaut? Wir gehen nochmal in die Chill-Out-Zone. Plastik. Wir brauchen irgendwelche. Spar. Ein bisschen Spar muss sein. Hier gibt's sonst nichts.
hier irgendwas mit dem Drink? Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Kann ich den denn... Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib. Ich bin nicht im Dienst. Okay. Da hat's für meinen Geschmack... Okay, wir gehen mal weiter. Ich komme nochmal hier rüber. Ich muss mal durchtesten. Momentan bin ich überfragt, was ich hier machen kann. Das wollte ich eigentlich woanders verwursten. Das wollte ich... Wurstthings Wurst. Der Automat für ihr persönliches... Achtung! Wieso kann ich denn da nicht hier ran? Das verstehe ich nicht. Hier, Echsenhaut? Das wollte ich... Das Getränk? Das wollte ich eigentlich... Hä? Ich kann hier nirgends was... Ich muss nochmal mit dem Ältesten hier sprechen. Aber... Nichts, aber der Ältestenrat trifft sich in einer Woche wieder. Es sei denn, jemand gewinnt vorher 10.000 Spaßpunkte. Ja, ja, wir gehen da gleich nochmal hin. Ich guck mal. Vielleicht kann der den Aluhut gebrauchen. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich, Trottel, wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Okay. Schau mal, was ich hier... Was auch, ich bin... Sag bloß. Okay, dann machen wir mal weiter hier. Schau mal, was ich hier... Was auch immer, ich bin Moment... Sag bloß. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Drink gefällt... Nein, danke, ich habe noch. Ein Drink gefällig? Nein, danke. Ja, wie kann ich den Drink denn abnehmen? Gar nicht. Was? Was? Habe ich hier irgendwas übersehen? Geh nochmal zurück. Streicheltiere. Plastikschmelz. Wer weiß. Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich... Okay, White Key, Aluhut. Ach komm schon, ich muss mit... Dann musst du bis nächste Woche warten, oder? 10.000 Spaß und bis bei mein... Okay, wir gehen nochmal, vielleicht nochmal hoch. So, ich würde sagen, ich gehe nochmal hier, wo hier? Geh nochmal, wo wollte ich jetzt hin? Ich gehe nochmal in den Habitatring. So, also. Momentan ein wenig... am Straucheln. Ich weiß gerade nicht genau, was uns fehlt. Aber jetzt gucke ich hier zum dritten Mal. Dem habe ich auch schon... Ich muss jetzt mal gucken. Alles. Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen, lieber nicht versauen. Genozidpläne hin oder her, er ist immer noch Golds Vater. Okay, warte mal. Also. Dieses komische Pärchen da, das muss doch auch noch für irgendwas gut sein. Und, kommt ihr voran? Ist das nicht... Stimmt. Ach, Tanner, ich will... Okay. Den muss ich vermutlich irgendwas geben. Wie wär's denn mit Echsenhaut? Hier, hallo? Wie wär's mit Echsenhautvorhängen?
Nein, solche hatten wir in unserer alten Wohnung. Aha. Sie werden einfach zu schnell ledrig. Und sie stinken mit der Zeit. Verstehe. Aus demselben Grund haben wir Tonis Oma in ein Heim gegeben. Okay, ich muss den also... Zumindest reagieren sie da drauf. Wie wär's mit bunten Plastikvorhängen? Nicht übel. Die lassen sich super abwaschen. Andererseits wirkt Plastik immer so billig. Findet ihr? Ich hatte jahrelang Bettwäsche aus dem Zeug. Okay, Plastik extra was anderes. Ein Alu-Vorhänge? Nein, danke. Alles... Und wir... Ach, Tenner. Okay. Was anderes habe ich noch? Dann brauchen wir scheinbar noch irgendwas. Ach ja. Ich kann mich nicht... Ich muss noch mal in die Schlauze. Irgendwas habe ich hier übersehen. So, hier. Muss ich Datasetten einwerfen, oder? Kann ich hier Echsen oder irgendwie... Man steckt keine Sachen in Datasettenschlitze. Eine weitere Lektion, die man mir nicht nochmal auf die harte Tour beizubringen braucht. Okay. Die Taste vielleicht aber. Man steckt keine... Eine weitere... Ja, ist ja gut. Okay, wir gehen nochmal raus. Wir gehen nochmal... zur Cocktailbar. Hier habe ich auch schon alles versucht, oder? Diesen komischen Wurstautomaten, ne? Wie soll der funktionieren? Ich verstehe nicht, warum ich mir den nur angucken kann. Ich habe doch hier schon alles reingetan, oder nicht? Hä? Scheinbar habe ich noch nicht alles reingetan. Was denn jetzt? Das funktioniert ja tatsächlich. Was? Ein Wurst-Key. Ein Wurst-Key? Aber nichts, aber der Ältesten ist seit... Warte mal, jetzt habe ich die Idee, das ist doch... vielleicht können wir den jetzt unter die Rotlichtlampe packen. Wo haben wir denn hier? Wo muss ich denn da hin? Chillout Zone? Ne, wo war das denn jetzt hier? Ach, mein Ältestenrat. Ich komme schon durcheinander. Guck mal, der ist ja auch davon rot geworden. Vielleicht wird die Wurstpelle ja auch davon rot. Ein Bestechungsversuch? Auf Elysium haben das sie war der falsche. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tax Nase am Schlammkuchenfest. Aha, jetzt haben wir einen Red Key. Alles klar, gucke mal an. Das fehlende Puzzleteil. Das sieht aus wie... Es sieht aus wie, weiß ich nicht, Marzipanbalken oder so.